Ja, herzlichen Dank. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Und ich muss gestehen, jetzt ist es natürlich schwierig, hier einen Vortrag zu halten, einen fachlichen Vortrag. Wir hätten es vielleicht umgekehrt machen sollen. Sie hätten sich erst gelangweilt und dann den Vortrag gehört oder dann die kabarettistische Einlage gehört. Aber so ist das Leben. Und mir ist dabei natürlich auch viel in den Kopf gekommen, wie auch gestern schon, als ich gestern Abend dabei war. Und am besten fand ich das mit den dicken Kindern. Auch mit der Operationalisierung im Topmodel. Es gibt tatsächlich in Brandenburg flächendeckende Erhebung zu den sportlichen Leistungen von Kindern in der Grundschule. Und da ist rausgekommen in der Pandemie, dass die Kinder jetzt in 10 Minuten 60 Meter weniger laufen im Durchschnitt, aber sie sind auch in einer sportlichen Leistung besser geworden. Das ist Medizinballwerfen. Denn wenn man dicker wird, ist man ja auch kräftiger. Das heißt, sie können jetzt alle weiter den Medizinball werfen, als sie es vor der Pandemie konnten. Also insofern Gains and Losses. Man gewinnt Gewicht, man verliert Geschwindigkeit, aber man gewinnt Weite beim Werfen mit dem Medizinball. Und so ist ja im Prinzip auch Bildungsforschung. Man operationalisiert alles, nicht in Topmodel-Einheiten, sondern dann wieder in geworfenen Metern oder gelaufenen Stunden, Sekunden, Minuten. Was mir gestern noch in den Sinn gekommen ist, und da bin ich jetzt auch bei meinem Vortrag, als Frau Ohm-Welke erzählte, dass sie 2008 in Ruhestand gegangen ist, habe ich gedacht, manchmal ist das doch schön mit der Gnade der frühen Geburt. Wenn man einfach älter ist, dann kennt man die Menschen schon aus Kontexten, in denen sie noch aktiver waren, als sie es jetzt sind. Ich vermute, sie sind immer noch sehr aktiv, Frau Ohm-Welke. Aber wir kennen uns ja, glaube ich, seit 2005, als Sie mitgearbeitet haben bei der Aufgabenentwicklung zur Überprüfung der Bildungsstandards im Fach Deutsch für die Grundschule. Und schon aus der Zeit kommt im Grunde genommen auch die Affinität zur Deutschdidaktik, die ich nie ganz aufgegeben habe. Herr Lindauer war damals auch dabei. Also insofern war das auch für mich gestern nochmal so ein schönes, wie soll ich das sagen, fast heimkommen, wieder in diese Zeit vorm IPN auch, als ich an der Didaktik der Sprachen sehr viel dichter war als an der Didaktik der Mathematik und Naturwissenschaften. Zugegebenermaßen ist ja mein Hintergrund Psychologie, also richtig nah bin ich an keiner dieser Didaktiken. Aber ich fand das sehr schön, die Gelegenheit zu haben, auch heute hier sprechen zu können. Und das Letzte, was mir auch gestern nochmal in den Sinn kam, war der Rückblick auf Sinus. Als ich 1996 in der Transitionsphase vom Doktorand zum Postdoc war, da kam ich öfter mal in das Büro meines damaligen Chefs, das war Jürgen Baumert, und der schrieb damals die BLK-Expertise zur Effizienzsteigerung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. Das hieß später Sinus. Das hieß, glaube ich, auch damals schon Sinus, wobei das Akronym irgendwie wenig mit dem Titel der eigentlichen Expertise zu tun hatte. Und schon damals ging es ja sehr stark darum, nicht für die Sprache, nicht für Deutsch als Unterrichts- oder Bildungssprache. Von Michael habe ich ja gelernt, Bildungssprache sagt ihr meistens. Ne? Und es ging um Mathematik und Naturwissenschaften als Folge natürlich auch der TIMSS-Untersuchung. Und damals kam wirklich dieser Gedanke hoch, Kooperation, Vernetzung zu stärken. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, es war nicht Kooperation per se, sondern es war Kooperation damals in Fachgruppen beziehungsweise in Fachkonferenzen, Kooperation, wo es ganz klar um die Reflexion, das gemeinsame Denken geht, wie können wir Unterricht verbessern, dass die Lernenden, man sagt ja heute nicht mehr die Schülerinnen und Schüler, man sagt auch nicht die Lerner, sondern die Lernenden, dass die Lernenden fachlich mehr lernen, als sie vorher gelernt haben. Also wie können wir wirklich in der Kooperation Unterricht verbessern und damit Lernerfolge, Outcomes auf Seiten der Schülerinnen und Schüler verbessern. Darüber habe ich gestern auch kurz, als ich neben Markus Hasselhoff noch gesprochen, Kooperation per se ist ja nichts anderes als ein Oberflächenmerkmal erst einmal. Man kann das sehen, die reden irgendwie miteinander. Das heißt ja noch nicht, dass automatisch Unterricht verbessert wird. Aber das war bei Sinus eben so wichtig und das ist damals so aktuell gewesen wie auch heute. Ich glaube, wir sind alle der Auffassung, dass Kooperation wichtig ist, aber Kooperation natürlich in dem Sinne, dass Kolleginnen und Kollegen in Schulen zusammenkommen, letztendlich um über Unterricht zu reden auch, wie sie die Unterrichtsqualität verbessern, damit die Schülerinnen und Schüler fachlich mehr lernen, aber natürlich auch sozial mehr lernen. Und alles, was da übergebaut wird, auch Vernetzung zwischen Schulen, Vernetzung mit Landesinstituten, das war ja auch eine ganz wichtige Komponente von Sinus, dass Expertinnen und Experten aus den Landesinstituten die Schulen zusammengebracht haben, Inputs in die Schulen gegeben haben, die den Austausch zwischen Schulen erlaubt haben. Es ging immer natürlich darum, wie verbessern wir Unterricht. Und Schulaufsicht damals schon, die sehr stark eingebunden. Damals gab es auch die BLK, ja, Herr Karlaff, der Bund durfte auch noch mitmachen bei Sinus. Das war eben das Schöne, später ja nicht mehr. Und damals auch schon die Ministerien, die Länder, der Bund als Ermöglicher des Ganzen, weil sie eben Freiräume gegeben haben. Stichwort Deputatsreduktion.
dass diejenigen, die dann in den Schulen wirklich für die Koordination und für die Arbeit in den Fachgruppen Verantwortung über, in den Fachkonferenzen Verantwortung übernommen haben, auch wirklich Zeit dafür hatten und sich geschätzt fühlten, gewertschätzt fühlten, weil sie eben eine Deputatsreduktion bekamen. Und die auch immer gesagt haben, wir brauchen keine finanzielle Kompensation. Verdienen tun wir genug. Lehrkräfte verdienen ja nicht schlecht gegen alle Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit haben. Deputatsreduktion ist das, was uns wirklich Freiräume gibt, um gut zu arbeiten. Also dann auch damals die Politik als Ermöglicher von Kooperation und Vernetzung im Unterricht. Und als ich 2009 dann ans IPN kam, gab es Sinus immer noch. Und ich habe dann von 2009 bis 2014, ja Sinus bis 2013, Sinus an Grundschulen geleitet. Und ich glaube, es war ein großer Erfolg insgesamt. Und ich glaube, BIS hätte es ja auch ohne Sinus nicht gegeben. Und BIS ist ja mindestens ebenso eine Erfolgsgeschichte gewesen, wie es Sinus insgesamt war. Das ist eigentlich schon der ganze Vortrag. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich fange jetzt doch mal an. Und ich möchte, kannst du hinterher machen. Ich sage dann Bescheid. Das hat die Kollegin ja eben auch so nett gemacht. Hat ja auch gesagt, wann man darf und wann man nicht darf. Und ich möchte doch nochmal auch, wenn wir nachher darüber sprechen, warum ist Kooperation wichtig, dann muss man natürlich auch vorher reflektieren, was will man denn eigentlich verbessern über Kooperation? Und ich glaube, in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch wirtschaftlich getrieben, denken Sie an die OECD, haben wir natürlich eine Aufbruchsstimmung in der Diskussion, was Schule eigentlich leisten soll, was eigentlich Bildungsziele in modernen Gesellschaften über Sprachförderung hinaus sind. Also ich werde es auch breiter fassen im ersten Teil, aber ich glaube, Sie haben danach ja auch genügend Gelegenheit, wieder nur über Deutsch, in Anführungszeichen nur über deutsche Sprache zu sprechen. Insofern werde ich den Blick etwas weiten. Bildungsziele kurz diskutieren, dann auch kritisch diskutieren, was folgt daraus für Schule und Unterricht und zusammenfassen. Also gar nicht viel, aber dennoch, glaube ich, genügend, um dann auch hinterher ins Gespräch zu kommen. Ich fange mal an mit Bildungszielen in modernen Gesellschaften. Und jetzt wird ja mal davon gesprochen, dass wir disruptive Zeiten haben, in denen Schule ganz neu aufgestellt werden muss, um ganz viel zu verändern. Das IPN ist 1966 gegründet worden aufgrund disruptiver Zeiten. 1957 hat die Sowjetunion die erste Rakete ins All geschossen. Ein paar Jahre später kam Gagarin als erster Mensch ins All. Und das hat dann für Aufbruchsstimmung gesorgt, dass man sagt, man muss das Bildungssystem drastisch ändern, damit man darauf auf diese Krisen reagieren kann. So hat sich es immer wieder fortgesetzt. Also ich glaube, wir hatten schon immer disruptive Zeiten, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist aber, dass es eigentlich unheimlich anspruchsvoll ist, wirklich heute auch zu reflektieren, was müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern eigentlich jenseits des Kanons, den wir schon immer hatten, beibringen, damit sie gut auf die Zukunft vorbereitet sind. Und wenn man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, ich bin ja so ein schlicht empirischer Bildungsforscher, dann braucht man eigentlich die Menschen, die sowas wirklich reflektieren können. Und was habe ich gemacht? Ich habe mal nochmal geschaut in die Klimaexpertise von 2003, was Elmar Tenort darüber geschrieben hat. Der ist ja richtig klug. Der ist so klug, dass die Folie übersprungen wurde. Und diese Diskussion haben wir ja schon immer. Bildungsziele und schulische Arbeit sollen Antworten auf gesellschaftliche Probleme geben, am besten auf solche, die noch gar nicht virulent sind, die erst kommen in der Zukunft. Angemessene Reaktion auf technologischen Wandel sein. Sie sollen natürlich auch den rapiden Zuwachs von Wissen und Technologie adressieren und, und. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer, die vorhin ja auch schon angesprochen wurden, sollen im Grunde genommen das leisten, was für uns eigentlich alle diffus ist. Sie sollen uns vorbereiten auf die Zukunft, auf das, was kommt. Ich habe mich dann gefragt, beispielsweise, ich glaube, Elon Musk ist 1971 geboren, der ist 1977 eingeschult, ob die Lehrkräfte ihn damals schon darauf vorbereitet haben, dass er irgendwann ein E-Auto bauen wird. Wahrscheinlich nicht, weil es auch keiner wusste, weil sich auch keiner vorstellen konnte. Also es ist einfach unheimlich herausfordernd, von unseren Lehrerinnen und Lehrern zu erwarten, vom ganzen System zu erwarten, Herr Ortmanns ist ja auch, KMK ist ja hier und der Bund ist hier, Konzepte zu haben, wie wir wirklich durch drastische Veränderung eines Bildungssystems Menschen auf die Zukunft vorbereiten sollen, von der wir gar nicht wissen, wie sie genau sein wird. Und dieser letzte Satz, den habe ich auch von Elmar Tenort, nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen sind mit solchen Erwartungen überfordert, auch die Theoretiker, die eben etwas, wie soll ich sagen, nett auf ihre eigene Arbeit eingestimmt wurden, sind mit solchen Erwartungen natürlich oftmals überfordert, weil wir alle gar nicht genau wissen, was in der Zukunft kommt. Und ich glaube, es bleibt immer noch bei dem, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein, es bleibt auch weiterhin die Aufgabe von uns allen, uns instand zu setzen, dass wir im Grunde genommen in der Lage sind, lebenslang zu lernen. Also wenn es denn soweit ist, dass sich die Herausforderungen der Zukunft abzeichnen,
dass wir dann in der Lage sind, aufgrund dessen, was wir vorher bekommen haben, uns darauf einzustellen. Wir müssen nicht wissen, was im Jahre 2040 ist. Keiner von uns wusste 2000, dass wir 2010 wischen auf dem iPhone, wusste kein Mensch. Und dennoch können wir es alle. Und egal, wie alt wir sind. Also es ist überhaupt kein Problem. Also wichtig wird sein, auch weiterhin uns instand zu setzen, was wir zu tun haben. Aber es gibt natürlich auch Antworten der OECD. Die Antwort der OECD sind die 21st Century Skills. Und ich finde dieses Zitat von 2009 von Silver sehr schön, weil hier deutlich gemacht wird, wenn wir über Bildungsziele in modernen Gesellschaften sprechen, so sind sie eigentlich nicht neu. Aber was sich verändert, ist die Gewichtung. Wenn wir uns angucken, was sind heute Anforderungen in beruflichen Tätigkeiten, so ist es deutlich sichtbar, dass Routinetätigkeiten verschwinden, sowohl kognitive als auch manuelle. Das übernehmen Maschinen. Und dass anspruchsvolle kognitive wie auch manuelle Tätigkeiten immer wichtiger werden. Und dann reicht es nicht, es ist aber notwendige Voraussetzung, dass man lesen, schreiben und rechnen kann, sondern man muss darüber hinaus noch etwas können. Und so ist auch dieses Framework zu verstehen, das sind ja weiterhin die Core Subjects dabei, das sind ja unsere Schulfächer im Wesentlichen, die dort aufgeführt sind, ergänzt um die 21st Century Themes. Ich mache mir das immer ganz einfach, am IPN sind wir ja Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Wenn wir dann auch noch Klima beispielsweise in Biologieunterricht einbauen, dann haben wir das Core Subject Biologie und wir adressieren aktuelle Themen. Wir haben dort weiterhin, das sehen Sie, die Information Media Skills, das nennen wir auf Neudeutsch auch ICT Literacy, manche sagen das auch in Informatikunterricht. Dann haben wir noch die Learning and Innovation Skills und die Life and Career Skills. Und was hierbei hervorsticht als die modernen Bildungsziele, das ist das, was wir die vier Cs nennen. Critical Thinking and Problem Solving, Creativity, Collaboration, Communication. Und wir hatten gestern ja auch schon die Diskussion über die Einführung neuer Fächer in Schulen. Wir haben jetzt ja auch die Diskussion, brauchen wir ein eigenes Fach für die vier Cs? Ich weiß, Baden-Württemberg hatte auch mal ein Fach Glück. Ich finde es natürlich auch interessant, ein Fach Kreativität zu haben. Aber ich möchte später den Punkt machen, was das eigentlich für Schule und Unterricht und Schule und Unterrichtsentwicklung bedeutet, weil das hier, glaube ich, eher fächerübergreifende Kompetenzen sind, die man en passant fördern kann bei den Schülerinnen und Schülern, ohne dass man sie wirklich intentional unterrichten muss. Dazu komme ich aber später. Aber ich glaube auch, auf die KMK hat auch auf diese OECD-Diskussion reagiert. Wir haben eine KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt, die 2016 schon verabschiedet worden ist, wo im Grunde genommen die ICT-Literacy mindestens als, ja, man kann fast sagen, fünfte Basiskompetenz dazukommt. Also wenn wir akzeptieren, dass Kompetenzen in der Bildungssprache wichtig sind, dass Kompetenzen in Mathematik wichtig sind, in Naturwissenschaften und in Englisch als Lingua Franca, dann kommt sicherlich dieser fünfte Bereich dazu, das sichere Bedienen, das intentionale und zielführende Bedienen des Computers wohlgemerkt, um eben auch im Bildungskontext Bildungsziele zu erreichen. Also nicht nur Wischen und Facebook, sondern wirklich das systematische Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren von Informationen bis hin zur Analyse und zur Reflexion. Das heißt, wenn ich zusammenfassen kann, worum es geht heute bei der Diskussion um Bildungsziele, dann haben wir nach wie vor die fachlichen Kompetenzen, die Core Subjects, die digitalen Kompetenzen. Und das ist auch in diesem OECD-Framework drin, die überfachlichen Kompetenzen. Jetzt würden viele sagen, ja, das hatten wir doch im Prinzip auch schon bei Rot, bis auf die ICT-Literacy. Ja, haben Sie recht. Dort hatten wir auch schon im Wesentlichen diese Dinge drin. Was noch dazu kommt, auch das ist nicht neu, Umgang mit Vielfalt, Heterogenität, ein wichtiges Thema des Mercator-Instituts, Verantwortung und Schulleben. Auch darüber haben wir teilweise schon gesprochen. Jetzt bin ich auch schon bei meinem eigentlichen Vortrag nach diesem kleinen Exkurs. Wie reagiert Schule auf all diese Diskussionen? Wir haben natürlich präpandemisch wenig über Digitalisierung und auch nicht so viel über die OECD-Skills geredet, wie es dann pandemisch war oder jetzt auch postpandemisch, wobei wir alle gar nicht wissen, ob wir wirklich postpandemisch sind. Die schwachen Zahlen, die zu Recht eben kritisiert wurden, zeigen aber zumindest im Moment in eine Richtung, dass es eher wieder schlimmer wird als besser. Also wie reagiert Schule darauf? Und ich habe jetzt eine Folie von Anand Pant gestohlen, die er vor ein paar Jahren mal gezeigt hat, wo er, glaube ich, deutlich machte, wenn wir von disruptivem Wandel in der Gesellschaft sprechen, so können wir das nicht automatisch auch für die Schule tun. Das sind hier Bilder aus dem 19. Jahrhundert, aus 1933 und aus 2019. So massiv hat sich das Bild gar nicht verändert in deutschen Klassenräumen, wohlgemerkt im Mittel. Wir wissen natürlich auch, dass es andere Klassenräume gibt, als wir das hier 2019 sehen.
Hätte ich jetzt ein Bild gehabt von 2021 oder 2022, dann würde da dort jetzt überall noch ein iPad stehen, auf das die Kinder dann zusätzlich zugreifen könnten. Und ein zweiter Punkt, der immer wieder kritisiert wird, auch vor allem, wenn wir darüber reden, wie reagiert Schule auf Veränderungen, sehr kritisch auch von Andreas Helmke, die Methode der 7Gs. Ich weiß schon, dass hier bei einigen gleich eigentlich selbst stehen müsste. Ich glaube nämlich, das ist dieselbe Lehrkraft und nicht die gleiche, aber dann wären es nicht mehr 7Gs gewesen, sondern 7S hätten sich auch nicht draus machen lassen können, weil aus gleichaltrig bekommt man kein S hin. Die gleiche Lehrkraft unterrichtet alle gleichaltrigen Schülerinnen. Bei Helmke stand auch noch Schüler, aber ich dachte, das kann ich mir heute nicht mehr leisten. Im gleichen Tempo, mit dem gleichen Material, im gleichen Raum, mit den gleichen Methoden und dem gleichen Ziel. Wir wissen natürlich auch, dass sich Schule weiterentwickelt hat und wir wissen auch, dass das nicht das Standardmodell ist. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass wir sowas immer noch beobachten und dass Schule hier auch nach wie vor einen Modernisierungsbedarf hat, aber wir dafür keine wirklich neue Forschung und neue Forschungsergebnisse brauchen. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Implementationslogik, die einfach das aufnimmt, was wir schon alles wissen. Und ich möchte Ihnen das auch gerne jetzt beispielhaft zeigen, an einigen Skills auch, dass wir dafür nichts Neues brauchen, dass wir nicht Schule neu erfinden müssen, wir müssen nicht Methodik, wir müssen auch Didaktik nicht neu erfinden, sondern wir haben das Wissen und wir haben ein Implementationsproblem. Also wenn wir beispielsweise auf die 4Cs der 21st Century Skills schauen, kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration, Kommunikation, wir haben eine lange Tradition des kooperativen Lernens in der Forschung und wir wissen auch, dass normalerweise kooperatives Lernen positive Effekte hat. Wenn Schülerinnen und Schüler miteinander lernen, hat das häufig, natürlich ist auch noch wichtig, was sie lernen und ob das Material insgesamt kognitiv anregend ist, komme ich später auch nochmal wieder dazu. Aber wir wissen natürlich schon lange, dass kooperatives Lernen positive Effekte hat. Es geht also nicht darum, etwas neu zu erfinden, sondern unsere Lehrerinnen und Lehrer davon stärker zu überzeugen, in Fort- und Weiterbildung und auch in Ausbildung, Lerngelegenheiten zu schaffen, in denen systematisch kooperativ gelernt wird. Das Schöne ist, sie lernen nicht nur fachlich mehr, sondern sie lernen auch Kollaboration. Sie werden damit auch auf das vorbereitet, was später kommt. Genauso das forschende Lernen, was sehr stark auch in Kreativität geht, aber auch in Kollaboration, forschendes Lernen ist ja häufig auch gemeinsames Lernen. Auch hier haben wir positive Effekte. Ich habe es hier nochmal fürs forschende Lernen etwas ausführlicher gemacht. Wir haben in den Naturwissenschaften, und ich erlaube mir eben auch ein bisschen jenseits des Faches Deutsch die Diskussion aufzunehmen, wir haben dort eine lange Forschungstradition bereits zu forschendem Lernen, Inquiry-Based Learning, die im Grunde genommen immer wieder darauf zielt, wie können wir Schülerinnen und Schüler auf naturwissenschaftliche Themen vorbereiten, wie können wir sie gut unterrichten und erreichen quasi en passant, dass diese ganzen Zusatzskills, die unter den 4Cs jetzt firmieren, auch auf Seiten der Schülerinnen und Schüler gefördert wird. Und häufig haben wir bei Inquiry-Based Learning auch noch das, was die Bundesministerin oder die neue Bundesregierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat, nämlich die Stärkung des außerschulischen Lernens, weil wir dort auch ganz leicht das schulische und das außerschulische Lernen miteinander verknüpfen können. Also auch dort ist es nicht so, dass der Koalitionsvertrag, der natürlich sehr gut ist, so viele Neuheiten birgt, sondern dort wird einfach auch wahrgenommen, was wir eigentlich aus der Forschung schon lange wissen und ich bleibe dabei, wo wir ein Implementationsproblem haben, was einfach nicht ankommt. Häufig auch als Gruppenarbeit, damit wissen wir einfach auch, dass wir damit Kooperation fördern. Und wir haben auch schon eine lange Tradition, das passt sehr gut dazu, zum computerunterstützten kollaborativen Lernen. Das heißt, lange vor der Pandemie gab es ganz viele Kolleginnen und Kollegen weltweit, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie können wir im Grunde genommen gut computergestützt kollaborativ bereits lernen? Ist alles nicht neu, ist nur bislang nicht angekommen systematisch in den Schulen. Und wir die relativ aktuelle Meta-Analyse, die ist jetzt ausgerechnet auch wieder im MINT-Bereich durchgeführt worden, weil es dort vergleichsweise viele Studien gibt. Daran müsst ihr vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten, Michael. Das sind die Operationalisierung der ganzen Leistung, dann die Tests und so weiter. In den Naturwissenschaften und Mathematik haben wir immer so viele Tests, mit denen wir Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern überprüfen können, dass wir dann typischerweise dazu viel, viel mehr Studien haben als in den sprachlichen Fächern. Und man sieht ganz deutlich bei diesem computerunterstützten kollaborativen Lernen, dass das in der Sekundarstufe 1, Beispiel auch 2, sehr, sehr große oder sehr groß, aber wir sehen, dass die Effektstärke positive Effekte hat. Es ist auch egal, ob wir es face-to-face machen, ob wir es synchron machen oder asynchron, also unheimliche Potenziale auch für die Nutzung digitaler Medien im Unterricht, um hier insgesamt
positive Effekte zu erzeugen. Naturwissenschaften noch größer als in Mathe. Und was man eben auch lernt, das ist die zweite Meta-Analyse von Radkovic, wenn wir das gut im Unterricht vorbereiten, also die Schülerinnen und Schüler über Skripts auch wirklich wissen, was sie tun sollen, beim computergestützten kollaborativen Lernen, also CSCL ist Computer-Supported Collaborative Learning, wenn wir es gut unterstützen, dann lernen die nicht nur fachlich mehr, sondern die lernen auch noch zu kollaborieren. Und man kann das alles in den Unterricht, in den fachlichen Unterricht einbetten, ohne dass man ein eigenes Fach braucht. Und das letzte Beispiel, was ich nennen wollte, dann komme ich auch zur Unterrichtsentwicklung, ist natürlich genauso die Technik Flipped Classroom. Wir wissen um die Mächtigkeit dieses methodischen Ansatzes. Wir wissen aber auch gleichzeitig um die weitgehende Ignoranz, die wir in der Schule haben, was Flipped Classroom betrifft. Wenn man sich die neuen Meta-Analysen anschaut, ich habe hier die unteren, Turan et al., Dogan et al., die dort zusammengetragenen Studien beziehen sich fast alle auf die Universität, weil sowas wie Flipped Classroom bislang in Schulen kaum eingesetzt wird. Die wenigen Schulstudien, die dort berücksichtigt werden, sind auch äußerst vielversprechend. Und wir sehen eben in dieser anderen Meta-Analyse von Strehlern et al. 2020, wo nicht nur die STEM-Fächer oder MINT-Fächer berücksichtigt sind, sondern alle Fächer, zeigt eben auch, dass Inverted oder Flipped Classroom als Methodik, natürlich auch da muss wieder der Inhalt natürlich stimmen, unheimlich positive Effekte hat, insbesondere auch für die geisteswissenschaftlichen Fächer. Flipped Classroom bietet die Möglichkeit für strukturiertes, kognitiv aktivierendes Lernen, Lehren und Lernen. Und auch hier haben wir schon eine, Meta-Analysen heißt ja immer, die fassen Studien zusammen. Studien oft über Dekaden, das heißt, auch das ist nicht neu, sondern die Frage, und jetzt komme ich doch wieder zu eurer Zunft, Michael, wie bringen wir das Wissen in die Klassen? Das ist eigentlich die Gretchenfrage in die Schulen beziehungsweise auch in die Klassen. Und deswegen auch das Thema Kooperation und Vernetzung. Und Kooperation bringt mich genau, ich muss jetzt mal zwei Folien auslassen. Was ist denn das für eine Folie? Ach so, dann, die ist animiert. Die Herausforderung, ich habe da gestern schon, glaube ich, noch beim Bier drüber erzählt, hier ist eine empirische Studie, die Anand Pant im Rahmen seiner Tätigkeit an der Deutschen Schulakademie durchgeführt hat. Es wurde gefragt, wie gern eigentlich Lehrerinnen und Lehrer miteinander kooperieren, beziehungsweise wie gern sie sich austauschen, wie häufig sie das machen. Und man sieht hier fast, wenn man oben schaut, die Daten sind präpandemisch, es ist fast 50-50. Also es ist die Hälfte des Kollegiums, die 57%, die sagen ja, ich möchte mich gern mit den Kolleginnen und Kollegen austauschen und zusammenarbeiten. Aber wir sehen eben auch, es sind 41%, die es nicht wollen. Und es werden natürlich alle Stereotype bestätigt. Männer machen es lieber alleine. Die wollen ja, wie schon früher beim Autofahren, da wollten sie nicht, dass die Frau auf der Karte hilft, wie sie zu fahren haben. Das wollten sie alles alleine machen. Und so ist es auch immer noch in der Schule. Die Männer wollen eher alles allein machen. Was ich bei dieser Untersuchung sehr gut finde, es gibt eigentlich keine Alterseffekte. Also solle niemand sagen, die alten Lehrkräfte seien nicht bereit oder seien weniger bereit für Kooperation als die Jungen. Das zeigt sich insgesamt nicht. Aber natürlich, wenn wir auf Schulformen schauen, werden alle Stereotype bestätigt. Also Aufbruch in der Grundschule, Kooperation in der Grundschule, Bereitschaft zur Kooperation in der Grundschule, die Gymnasiallehrkraft tut sich noch etwas schwer damit. Die nicht zu 100% sich addierenden Zahlen sind dann auf Weiß-Nicht-Antworten zurückzuführen. Das heißt, wir haben hier eine Herausforderung, dass wir bei weitem nicht so weit sind, dass es alle Lehrerinnen und Lehrer wollen. Und wir haben eine zweite Herausforderung, auf die wir gestern auch schon eingegangen sind. Das zeigt sich hier nochmal. Wie viel Zeit haben eigentlich unsere Lehrerinnen und Lehrer für Kooperation? Wir haben hier, ich rahme mal gleich die richtige Zahl ein, wir haben hier eine Arbeit von Dirk Richter und Anand Pant auch, wie sich das Zeitbudget von Lehrerinnen und Lehrern in der Sekundarstufe 1 verteilt. Und man sieht, wie viel Zeit bleibt die Woche für Besprechung in Kollegien. Letztendlich Kooperation sind 11,5% der Arbeitszeit, 88,5% werden mit anderen Dingen verbracht. Das ist relativ wenig, aber ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir gestern schon gesprochen haben. Kooperation ist zunächst immer aufwendig, Kooperation kann aber auch langfristig sehr, sehr positive Effekte haben. Also ich kann mich selbst erinnern, das ist jetzt eher anekdotische Evidenz, als wir die Schule, die kleine Kielstraße in Dortmund besucht haben, die 2006 den Schulpreis, Deutschen Schulpreis gewonnen hat,
haben wir, und die kooperieren sehr viel. Also die sitzen einfach im Lehrer, in den Klassenzimmern zusammen und bereiten gemeinsam Unterricht vor. Und wir haben damals die Kollegin, es war eine überwiegend Kollegin in der Grundschule, gefragt, ob sie das nicht nervt und ob das nicht irre aufwendig ist. Und die haben damals die Frage gar nicht verstanden. Weil sie einfach gesagt haben, wir haben so viel mehr Zeit durch dieses regelmäßige Austauschen und Planen, wer macht was, dass es für uns selbstverständlich mittlerweile ist. Und wir reduzieren dadurch drastisch eigentlich die Vorbereitung auf Unterricht. Also mindestens zwei Herausforderungen, die einen wollen nicht und die anderen haben keine Zeit. Und gleichzeitig wissen wir zumindest, wenn Kooperation gelingt, und zwar, wenn Kooperation gelingt, dass man über Unterricht spricht. Denn das war auch, da bin ich wieder bei Sinus. Bei Sinus war die Philosophie, es kann nicht sein, dass in der Fachkonferenz die Tagesordnung ist, erstens Verabschiedung der Tagesordnung, zweitens Verabschiedung des Protokolls, drittens Neuanschaffung und viertens Verschiedenes. Dass so eine Tagesordnung darf nicht mehr sein, sondern Kooperation heißt Unterricht reflektieren, guten Unterricht reflektieren, gemeinsam über Erfahrungen sprechen, gemeinsam auch Aufgaben, Einheiten zu entwickeln, etc. Und Sie sehen es hier nochmal dargestellt auch, die empirischen Befunde zeigen durchaus, dass Kooperation, wenn sie gelingt in Schulen, in der Regel auch die Innovationsbereitschaft erhöht. Das heißt, Lehrkräfte, Kollegien, die kooperieren, sind auch innovationsfreundlicher. Man spricht eben über Stärken und Schwächen und auch über Förderbedarf. Man hat dort natürlich eine ganz andere Evaluations- und Feedbackkultur, partizipativere Strukturen, Schulleitung ist nicht allein. Die Lehrkräfte entwickeln sich professionell weiter und das ist der letzte Punkt, es geht ihnen auch einfach besser. Es geht ihnen einfach besser, wenn sie miteinander reden. Es ist ja auch nicht überraschend. Wir wissen ja um die besondere Bedeutung auch von Social Support und sozialen Kontakten und es ist einfach besser, man redet mal mit den Kolleginnen und Kollegen, als dass man sich abends bei der Frau oder beim Mann ausweint. Also positive Effekte von Kooperation und natürlich am Ende der Wirkungskette immer positive Ergebnisse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Und das war auch ja ein Ergebnis der letzten Evaluierung von Sinus an Grundschulen. Am Ende haben wir die Effekte auch bei den Schülerinnen und Schülern gesehen. Aber auch das wurde in Sinus deutlich. Es dauert. Also Kollegen dazu zu bringen, dass sie wirklich kooperieren und das auch bei Schülerinnen und Schülern ankommt. In Sinus waren es nach 5 Jahren 0,2 Standardabweichungen, also in Grundschuljahren ein Drittel Schuljahr, was die Sinus-Schulen gewonnen hatten gegenüber Nicht-Sinus-Schulen. Aber auch nur, wenn eine Schülerschaft wirklich 4 Grundschuljahre von einer in Sinus eingebundenen Lehrkraft permanent unterrichtet wurde, damals im Fach Mathematik, dann gab es diese positiven Effekte. Und was Sinus gezeigt hat, aber nicht erst Sinus, sondern auch viele andere Studien, ist, wie wichtig die Schulleitung für Kooperation ist. Ohne Schulleitung keine Kooperation, ohne Schulleitung keine Innovation. Und die Innovationsforschung, es gibt ein sehr schönes Buch von Hall and Hort, auch Implementing Change, ist mittlerweile in der x-ten Auflage erschienen, wo nochmal deutlich wird, welche große Rolle Leitungspersonal für Innovation, für Veränderung, für Change spielt. Und die Erfahrung haben wir auch empirisch in der Begleitung von Sinus gemacht. Wenn Schulen ausgestiegen sind aus Sinus, war es häufig verbunden mit Schulleitungswechsel. Oder es war verbunden damit, dass die Schulleitung kein Commitment hatte. Und wenn Lehrerinnen und Lehrer in den Befragungen ausgesagt haben, ich fühle mich extrem belastet durch das Sinus-Programm, dann waren das die Lehrkräfte, die auch geschrieben haben, ich erfahre keine Wertschätzung in Sinus durch meine Schulleitung. Sobald die Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, wir erfahren das, wir sehen das auch in der Fachkonferenz, die Schulleitung interessiert sich dafür, haben sich auch nicht mehr belastet gefühlt. Ich nähere mich dem Ende noch. 3 Folien, 4. Und ich möchte hier jetzt tatsächlich auch nochmal aufnehmen, also jetzt haben wir die Schulleitung, was sind insgesamt Gelingensbedingungen? Wir hatten ja gestern die Kollegin hier aus dieser Vorzeigeschule auch, wo wir auch nochmal auch diese Diskussion geführt haben, können wir Best-Practice-Modelle übertragen? Das ist, ist ja auch der eine Ansatz. Man nimmt sich Best-Practice-Schulen, die nimmt man so quasi als Mekka der Bildungsinnovation. Da fahren dann alle anderen Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit aus den Schulen hin und gucken sich das an. Und dann hofft man, dass sie das bei sich zu Hause übertragen. Der alternative Forschungsansatz ist, man operationalisiert erst, welche Schulen sind erfolgreich. Das kann beispielsweise merkt man das daran, dass die Schülerinnen und Schüler erwartungswidrig gute Leistungen erbringen. Und dann schaut man sich für diese Schulen an, was zeichnet die eigentlich gemeinsam aus, um dann auch eine Idee zu bekommen, wie wir vielleicht etwas leichter in die Fläche bekommen können. Und da gibt es ein schönes Literaturreview von Reynolds et al., schon 2014 erschienen, die sich einfach mal angeschaut haben, was sind Gelingensbedingungen in effektiven Schulen. Effektiv heißt, Schülerinnen und Schüler lernen viel und Schülerinnen und Schüler sind auch besonders motiviert.
Und die haben 9 Punkte zusammengetragen, die ich hier jetzt auch nochmal aufgeführt habe. Und da bin ich zunächst wieder bei der Schulleitung. Also wenn sich Schulleitung für Unterricht und Unterrichtsentwicklung interessiert, jetzt wären sie am Potzblitz, dann wird es auch besser. Was nicht selbstverständlich ist, auch hier wieder eher anekdotische Evidenzen, ich mache immer noch relativ viel Fortbildung, auch mit Schulleitungen. Die sagen dann, ich würde mich hier gerne um Unterricht kümmern, ich habe auch keine Zeit. Aber wenn man ihnen Zeit gibt und wenn sie sich Zeit nehmen, dann hat das in der Regel positive Effekte. Wenn Schulen, und das ist mir nochmal ganz wichtig, auch für Kooperation, wenn Kooperation bedeutet, wir wollen auch die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler dann wirklich steigern, wenn man diesen Fokus auf Lernergebnisse hat und auch auf Lernzeitnutzung, dann hilft das offensichtlich auch. Positive Schulkultur, Wertschätzung hat auch viel dann natürlich mit Klima zu tun, mit Lehrkraft-Schüler-Schülerinnen-Beziehungen, hohes Leistungserwartungsniveau bei Schülerinnen im Kollegium. Wir haben oft ein Problem ja gerade bei den sogenannten Brennpunktschulen, dass wir hier Hypothesen, Beliefs auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer haben, dass die Schülerinnen und Schüler eigentlich lernschwach sind, gar nicht viel lernen können. Das heißt, im Grunde genommen sind viele Schulen in schwierigen Lagen solche, in denen Schülerinnen und Schüler eigentlich nicht entsprechend ihren Lernvoraussetzungen unterrichtet werden, sondern eher unterfordert werden als überfordert werden. Leistungsmonitoring, darauf bin ich bereits eingegangen. Elternarbeit. Also auch die Frage, wie können wir über Kooperation Ideen entwickeln, um mit den Eltern zusammenzuarbeiten, Time on Task, Balance zwischen kooperativem Lernen und Differenzierung bzw. Individualisierungsstrategien. Auch diesen Punkt finde ich wichtig. Wir müssen nicht diskutieren, Differenzierung oder Individualisierung versus kooperatives Lernen oder auch mal an einer gemeinsamen Aufgabe lernen, sondern wie Hilbert Meyer hat immer davon gesprochen, Mischwald ist besser als Monokultur. Nun will ich mir natürlich nicht anmaßen, auf der Ebene zu sprechen wie Hilbert Meyer, aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Die Frage ist, wie kann ich didaktisch klug Methoden variieren, um letztendlich die Schülerinnen und Schüler optimal zu fordern. Dann haben wir Fort- und Weiterbildung natürlich. Fort- und Weiterbildung, von der wir mittlerweile auch viel wissen, dass sie nicht an einem Nachmittag sich erschöpft, sondern dass das auch langwierige Prozesse sind. Und dann natürlich auch Partizipation in der Schule. Das sind im Wesentlichen die Faktoren, die Reynolds et al. Zusammengefasst haben. Und ich glaube, bei denen wir auch, so wieder zurück, na, nee, da wollte ich nicht hin, da. So, bei denen wir eigentlich auch, ich vermute mal, hier im Raum Konsens haben. Aber mir ist nochmal wichtig, das Gesamtbild von Schule, wenn wir über Kooperation sprechen, was muss insgesamt in Schulen sich verändern, damit Kooperation erfolgreich sein kann, erfolgreich immer im Sinne zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und zum Wohle der Lehrerinnen und Lehrer, die weniger krank werden. Ich fasse zusammen. Ich habe angefangen mit Bildungszielen und ich wollte den Punkt machen, nicht die Bildungsziele verändern sich generell oder grundsätzlich, aber ihre relative Bedeutung. Guter Unterricht hat schon immer Kreativität gefördert und ich hoffe auch ein guter Deutschunterricht zum argumentativen Schreiben beispielsweise hat auch schon immer sowas wie Critical Thinking gefördert und guter Unterricht hatte auch schon immer Gruppenarbeit und Kollaboration zu fördern. Aber ich glaube, wir müssen sensibilisieren weiterhin und wir müssen die weitere Stärkung auch dieser 4 Cs im fachlichen Lernen deutlich machen als Aufgabe aller Fächer. Wir haben vielfach solche methodischen und didaktischen Ansätze, sie müssen ankommen. Also wir haben ein Implementationsproblem, wir haben kein Ideenproblem, wir haben auch kein Forschungsdefizit. Also wenn wir irgendwas nicht unbedingt brauchen, dann ist es eine große Initiative, wie machen wir besseren Unterricht, sondern die große Initiative muss sein, wie bekommen wir die Modelle besseren Unterrichts in die Schulen. Schul- und Unterrichtsentwicklung, Fort- und Weiterbildung, das habe ich jetzt ins Gart gedrückt heute, aber natürlich als Schlüssel zum Erfolg und Schul- und Unterrichtsentwicklung, muss, glaube ich, auch diese Diskussion um diesen Bildungsbegriff, der sich gar nicht so viel geändert hat, aber der andere Schwerpunkte setzt, aufnehmen. Und wir brauchen das dann gerade auch in der Schule, in der gemeinsamen Diskussion, in kooperativen und vernetzten Settings. Und da bin ich wieder bei Sinus. Vernetzung bedeutet für uns natürlich mehr, als dass die Lehrerinnen und Lehrer in der Fachkonferenz reden, sondern die Rolle der Landesinstitute, Frau Pikorski ist ja auch hier, spielt hier natürlich eine Riesenrolle, als Unterstützungsstruktur und genauso, wenn ich an die Ministerien denke. Es wird nicht so sein, dass wenn das Ministerium immer mal in die Schule kommt, dass irgendwas besser wird von allein. Vielleicht ist es in Rheinland-Pfalz anders, aber in Schleswig-Holstein reicht das nicht, dass die Ministerin in die Schule kommt. Aber ermöglichen, Dinge ermöglichen in Schulen, darauf kommt es an.
zu ermuntern, eine Ermöglichungskultur herzustellen, dass wirklich kooperiert wird. Das war eben auch nochmal gerade in den letzten Zügen von Sinus ein großes Problem. Es gab Bundesländer, wo die Ministerien ermöglicher waren darüber, dass die ganze Reihe von Lehrkräften, die hochgradig involviert waren, Deputatsreduktionen bekamen. Es gab andere Bundesländer, die haben nicht eine Stunde spendiert. Und Sie können sich vorstellen, welche großen Unterschiede das gemacht hat, ob man diese Unterstützung, diese Ermöglichungskultur etabliert oder auch nicht etabliert. Und mein letzter Satz, damit mache ich mich neuerdings immer sehr unbeliebt, wenn ich bei Schulleitungsveranstaltungen bin. Ohne engagierte Schulleitung keine Change-Prozesse in Schulen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Thank you.